Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scrap Mechanics. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin auch gleich los. Und zwar so richtig. Heute 4 LKWs von MSMS. Ja, es sind so viele LKWs von eben, dass ich gedacht habe, ich mache eine Folge daraus. Ich denke, da sind wir gut bedient. Und ja, das sind verschiedene Fahrzeuge, also so indirekt. Also es ist immer derselbe LKW, aber immer nicht derselbe LKW. Verwirrend, ist aber so. Klingt komisch, ist aber so. Und ja, es sind verschiedene Ausführungen, so wie in echt auch. Es gibt den Mercedes Actros, den gibt es in verschiedenen Ausführungen. Und ja, wir fangen einfach mal mit dem Kleinen an und arbeiten uns dann langsam vor. So, wir haben hier einen LKW mit einer, ja, Ladefläche. Einfach ganz gemütlich. Und ich schaue mich jetzt mal ganz genau um. Erinnert mich ein bisschen an meinen. So von der Länge her, mit den Doppeldingern hier. Bin ja echt mal gespannt, aber es ist natürlich nicht meiner, sehe ich auch so. Sehr clean alles. Das ist ein bisschen schade, dass das hier so extrem gecleant ist. Da fehlt einfach was. Ein LKW hat meistens nicht so schöne, saubere Flächen, wo nix ist. Also normalerweise ist da entweder irgendeine so eine Differentialstange oder eine Achse oder irgendwelche Kabel für irgendwas. Das liegt ja alles blank. Also da finde ich, da fehlt ein bisschen was. Aber es sieht schön aus. Also es sieht auf jeden Fall schön aus. Die Front gefällt mir mega gut. Schöner Grill. Stoßstange, die steht ein bisschen vor, genau. So Stützstangen zum Hochkraxeln. Die Hupen oben. Die Lampen. Auch hier so ein bisschen Design reingebracht. Was ich richtig cool finde, sind auch die Knöpfe hier. Finde ich irgendwie sehr interessant. Aber ich finde, es fehlt ein Spiegel. Also bei so einem großen Fahrzeug ist genug Platz, um da noch einen Spiegel dran zu bringen. Und wenn es nur so ist. So. Das macht es einfach ein bisschen aus oder vielleicht sogar von hier aus anfangen. Ich finde, das gehört dazu oder so. Also der Spiegel muss sein. Das ist alles viel zu clean. So, gehen wir mal rein. Tür öffnet sich sehr angenehm. Schauen wir uns mal drinnen um. Ah, okay, Toilette. Schön, welcher LKW-Fahrer will keine Toilette in seinem LKW haben. Finde ich klasse. Dann haben wir hier ein kleines Bett. Sehr schön. Also eher so fernfahrermäßig. Kaffeetassen. Licht, oder? Licht. Oh, sehr schönes warmes Licht. So, was mir hier schon aufgefallen ist. Eins ist für den Blinker. Zwei Warnblinker. Drei anderer Blinker. Vier ist die Tür. Oh, warum? Warum eine Vier? Warum nicht die Tür bei eins? Ich verstehe es nicht. Leute, macht das doch bei der Eins rein. Ich finde das... Also, ich weiß nicht, bin ich der Einzige, der sowas störend findet, wenn die Tür nicht mit der 1 zugeht? Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, die Tür muss auf der 1 sein. Weil da probiert man alles aus und die Tür geht nicht zu. Ich weiß nicht, das muss irgendwie auf die 1 sein. Keine Ahnung, es ist jetzt nichts Schlimmes. Aber ich finde, es muss irgendwie auf der 1 sein. Ich weiß nicht, bin ich da echt der Einzige? Vielleicht ist das einfach nur ein falsches Empfinden. So, 5 Licht. 6 Innenlicht, 7 Hupe. Wunderschön. Schauen wir mal, Lenkung hat er natürlich nur vorne. Das wäre ein bisschen komisch, wenn er hinten noch eine Lenkung irgendwo reingekriegt hätte. Fährt sich wahnsinnig gut. Boah. Also den müsstest du noch als Camper umbauen. Oh, die Auspuffe hinten sind cool. Das finde ich gut. Den müsstest du noch als Camper umbauen. So mit einem Aufsatz hinten. So wie meinen. Ich habe den ja auch als Camper. Okay, rückwärts fahren ist ein bisschen schwierig, weil das Heck zu viel durchdriftet, wie man sehen kann. Also man sieht, wenn ich rückwärts fahre, die Räder rutschen hinten durch. Beim Vorwärtsfahren ist das nicht so dramatisch, aber beim Rückwärtsfahren ist es ein bisschen blöd. Weil er dann über die Achse wegschiebt, weil er braucht ja dann den Grip nicht. Also ein bisschen ungünstig beim Rückwärtsfahren.
Ein richtig schöner LKW. Also er sieht optisch richtig schön aus. Also das muss ich schon sagen. Wo war jetzt die Tür? 4? 4, genau. Die Tür klemmt gerade. Ich weiß, dass du dafür nichts kannst, weil manchmal spinnt es. Ja. Komm mal so raus. So. Ich muss immer ausprobieren. Ich muss immer ausprobieren. Das gehört einfach dazu. Ich finde, schwarze Felgen stehen ihm besser. Ist meine Meinung. Ja, wobei. Nicht unbedingt. Ist, glaube ich, Geschmackssache. So, okay, das ist der erste. Schöner Truck. Dann kommen wir zum zweiten. Und der zweite hat schon ein bisschen mehr zu bieten. Nämlich eine, ja, Fahrzeugladefläche. Ich finde, das ist richtig cool mit den Rillen hier. Und was haben wir hier? Ah. Da weiß ich, aber jetzt muss ich stehen bleiben. Aber ist es nicht ein bisschen spät? Also wenn man bedenkt, der Wagen steht dann nur bis hier. Grün. Wie funktioniert denn das jetzt? Achso, beide Sensoren müssen aktiviert werden. Also theoretisch bis hierhin. Da ist ja noch mega viel Platz nach vorne weg. Ich hätte ihn ein bisschen weiter vorne, so wirklich fast schon auf 1 Meter oder so. Also wäre jetzt ich jetzt gedacht. Ach, beide sind auf 10? Das verstehe ich nicht ganz. Also ich hätte gedacht, dann hätte ich den hier vielleicht so auf 2, also das mal, oder vielleicht 4 und den hier auf, ja, 6 oder so. Dass man wirklich bis hier hinfahren kann. Also, dass man fast dran steht. Also ich weiß nicht, wäre so mein Gedanke. So, schauen wir mal die Klappe hinten. Sehr schön, Schalter sind hinten. Ah, mit... Oh, das ist natürlich sehr cool. Da müssen wir ja glatt mal drauf fahren mit irgendwas. Warte mal. Vielleicht habe ich ja irgendwas Kleines. Oder so. Könnten wir mal gucken. Ach ne, ich habe keine Mods. Das ist immer das Problem mit den Mods. Nee, nicht den. Nimm mal den hier vielleicht. Ist jetzt natürlich ordentlich schwer und auch mit viel Technik bepackt, aber schauen wir mal, ob wir den da hochfahren können. So, zum Glück fährt der ja noch. Könnte vielleicht schon zu lang sein, oder? Ah, nee, da sinken die FPS mega runter. Nee, das lassen wir lieber. Dann müssen wir irgendwas anderes suchen. Irgendwas anderes. Da will man doch was finden. Nee. Der könnte zu schmal sein, aber wir können es probieren. Obwohl, könnte vielleicht sogar gehen. Wenn auch nicht so ein krassen Grill. Ja. Komm bei ADAC. So, schauen wir mal, dass wir den jetzt hier irgendwie... Das geht gerade so, deswegen ich da jetzt so genau hinten. So, ja, mit Schwung hoch, okay. So. Dein Pieper hätte jetzt schon hier gestartet. Stopp. Wenn das jetzt ein größeres Fahrzeug würden da Meter fehlen. So. Geparkt. Was man vielleicht sogar nur überlegen hätte können. Das wäre so eine Idee. Weil die vorderen Räder sind ja meistens gleich. Also die sind ja eigentlich fast immer an derselben Stelle. Also so von der Entfernung her zum Front. Oder man macht es öfters, dass man hier
so Einrastkufen hinmacht. Ist jetzt hier ein bisschen ungünstig, da müsste ich ein Stück vorfahren. Hm. Mein Ford T-Modell. So, und dann ist das so ein bisschen hier so eingerastet. Kann man auch anders da machen oder schöner machen, ich weiß es nicht. So, irgendwie. Stehe ich natürlich sehr weit vorne. Vielleicht hier, machen wir mal hier schnell einen noch hin. Oder man macht es halt dann immer so drauf irgendwie. Das wäre auch eine Option, wenn man dann drauf gefahren ist. So, ach ja, hinten muss ich natürlich hochfahren. Warnlicht lassen wir an. Wir fahren ja Gefahrengut bzw. Schwertransport. So, auch hier die 1 ist für den Blinker, 2 ist Blinker, 3 ist Blinker, 4 ist Tür. Okay. So, jetzt kann man fahren. Und der Wagen, man sieht ja, der will immer so ein bisschen rutschen. Der kann aber jetzt nicht, weil er jetzt ja diese Kufen hat. Das reicht eigentlich dafür, dass er hinten schön drauf bleibt. Ja, das funktioniert super. Ich kann ihn wirklich abschleppen. Also sowas müsste ich eigentlich auch immer noch bauen. So, und jetzt machen wir das mal wieder weg. Lassen wir die vorne mal da. Wollen wir jetzt nicht. So, jetzt sieht man, wie der da immer weiter nach hinten rutscht. Einmal bremsen, dann wieder Gas geben, lenken, da fängt er an, in die Seite zu rutschen. Das ist halt dann, ja, würde ich mal sagen, keine Ladungssicherung. Gut, man kann das dann natürlich wieder korrigieren. Wenn man dann hier so gegen ein Fahrzeug fährt, dann rutscht er natürlich auch wieder schön nach vorne. Also das geht natürlich. Nee, ein sehr schöner LKW mit einer schönen Ladefläche. Also das finde ich richtig cool. Das hat auch mit dem Hochfahren gut funktioniert. Da hätte ich auch so eine kleine Idee, wenn du, wenn man das hier wegmacht. Das habe ich zum Beispiel, habe ich das bei meinen schon gemacht? Ich weiß es jetzt gar nicht. Habe ich überhaupt einen? Ich bin mir gar nicht sicher. Schweißtool. Ich arbeite total gerne mit den Schildern. Viele sehen in den Schildern immer nur das, was es ist, nämlich ein Schild. Aber dabei kann es so viel mehr. Ich kriege das jetzt hier nicht dran. Machen wir mal einen Lift. So. Entweder man macht es so, dann hat man immer nur eine halbe Stufe. Sieht ein bisschen komisch aus. Man könnte es so machen, dass es dann wegklappt. Oder ich muss mal da ein bisschen ausprobieren. So. Dann ist diese Kante ein bisschen smoother. Von hier aus sieht es dann eh so aus. Das ist ein bisschen schade, dass es da keine halben Blöcke gibt. Jetzt kann man das hier nochmal ausprobieren. Hey, ich habe es doch gedreht. So. Dann kommt man hier ein bisschen smoother nach oben. Dieses Fahrzeug hat ein bisschen einen komischen Grip. So. Das ist natürlich jetzt richtig toll. Ich erzähle was, was gut funktioniert, oder funktioniert es nicht. Come on! Jetzt. So. Das Blöde ist, der Motor, der hat da. Den kann man hier so. Ich wollte den eigentlich so ein bisschen zum Driften machen. Deswegen ist der ein bisschen schwer zum Manövrieren. Aber ich glaube, man erkennt, was ich meine mit der schmaleren Kante hier. Dass man hier nicht so eine Schräge hat, sondern so eher so Treppchen. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Also ist kein Muss, aber das ist nur so ein kleiner Tipp, den man vielleicht
verwenden kann. Ich weiß nicht, ob es besser ist oder nicht. Keine Ahnung. So. Dann kommen wir zu dem Wagen hier. Ich vermute mal, das hier hinten. Oh. Und jetzt? Ah, das wird damit rein verwendet. Okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Okay, jetzt ist es unten und jetzt kann ich hier draufklicken und er fährt das nur da hoch. Wow. Klasse. Richtig gut gemacht. Was haben wir hier? Ah, so. So CC-Container. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Ist das richtig, dass die fahren? Tatsächlich. Das ist ja cool. Das ist ja mal richtig cool. Jetzt habe ich es natürlich genau auf der Seite, wo es... Ah, es geht aber auch so. Mein Gott, ist das cool. Also da hast du dir richtig Gedanken gemacht. Das probieren wir jetzt aus. Oh, falsche Richtung. Das ist mega. Und dann hier kann ich so lenken. Das Zeug hast du gleich als Waren verwendet. Genial. Lenkung hast du wahrscheinlich mit dem Glitch gemacht. Oft haben die ja hier auch inzwischen so Schutzkanten. Damit es nicht runterfallen kann. Das konnte man mal ausprobieren. So kann es nicht runterfallen. Aus Versehen. Oder mit anderen Stangen machen irgendwie. So, und jetzt runterfahren. Oh, da bleibt er da hängen. Ja, das ist jetzt zu breit. Dann schauen wir mal, ob das jetzt geht. Natürlich nicht. Ah, müssen wir nochmal hochfahren. Also das, mein Freund... Hast du richtig gut gemacht. Hammermäßig. Ich bin überwältigt. Klasse. Einfach nur klasse. Also wirklich. Kriegt man den auch wieder so drauf? Geht das? Nee, gell? Das fehlt. Also ich weiß nicht, schafft er das hier so drauf? Also das müssten wir mal ausprobieren. Würde er das schaffen? Hä? Achso, weil er jetzt wieder hier hängt. Schauen wir mal. Nee, das schafft er nicht. Schade. Das wäre natürlich noch ultimativer, wenn man das dann da so drauf fahren könnte. Nee, aber wirklich. Meine Güte. Das hast du wirklich saugut gemacht. Also hier... Das mit dem Hochfahren und dann hier so wieder reinklappen. Also, Wahnsinn. Und der ist eigentlich nur dafür, um hoch und runter zu fahren. Aber er klappt es dann hier auch schon so ein bisschen. Klasse, also wirklich, das beeindruckt mich mega. Ja, ansonsten ist das Fahrzeug eigentlich gleich wie immer. Mal gucken, wie er sich fährt mit einer schweren, also mit der Ladefläche hinten. So. Eigentlich wie alle anderen auch. Klasse, also boah. Wahnsinn, also das, also von den drei gefällt mir der hier jetzt am besten mit dem Ding. Hättest du das nicht gemacht mit dem Wagen hier, wäre es halt so schön gewesen. Mit dem Wagen hast du etwas gezeigt, was einfach genial ist. Also das ist einfach mega, mega, mega nice. So, hier haben wir jetzt noch einen Müllwagen. Bin ja mal gespannt. Ich vermute mal, müssen wir mal ausprobieren. Wir haben hier ein Knöpfchen. Okay.
Ja, da kann man den LKW ein Stück rückwärts fahren. Nee, ich glaube so nicht. Also ich glaube, man stellt den Container, also so ist es gedacht, hier so hin. Genau, nehmen wir den hier auch. Der ist ein Stück zu weit weg. Ist natürlich ein bisschen Gefriemel. Ah, immer noch. Na, dann stellen wir den eins weg. So. Sind die in der Reihe? Ne, der ist jetzt nicht in der Reihe. Oh, ist ein bisschen tricky. Ich weiß auch nicht, ob beide gehen. So müsste aber eigentlich einhaken. Ist er wieder zu weit weg. So. Probieren wir es mal aus. Schauen wir einfach mal, was passiert. So, also man kann hier zurückfahren. Das finde ich richtig cool. Auch so, dass der Warnblinker angeht. Wenn man so drunter fahren kann. Aber wie soll man es sonst machen? Ah, das ist schön, der schiebt auch ein bisschen. So, also sind rein theoretisch beide drin. Klappen zu. So, jetzt sind die so eingehakt. Können ja jetzt mal... So aus Just for Fun. Machen wir hier so einen Block rein. Zwei. So, mal ein bisschen was rein. So, schauen wir mal. So, und jetzt drücke ich auf den Knopf hier. Und dann... Nee. Oh oh. Okay, also so 100%, ich will's nicht, glaube ich. Also das Rausstellen ist ein bisschen problematisch. Aber das ist... Geht halt leider auch nicht anders da, das verstehe ich schon. Was ist, wenn ich jetzt hier so aushake? Und so abstellen und los geht's, wir sind fertig. So, mal gucken. Natürlich ist nichts reingefallen. Umso mehr ist hier was auf den Boden gefallen. Jo. Ja, es ist nicht wirklich schöner machbar. Wie soll man das auch sonst machen? Nee, aber schön. Schöner Truck auch hier so mit zum Draufsetzen. Da ist, glaube ich, die Presse da drin. Ich weiß nicht, wie die funktioniert. Wahrscheinlich, wenn es zu ist, oder? Schon, oha. Zwei, der geht dann da. Ja, also ich würde verstehen, hier mit dem Knopf hier. Aber irgendwie... Ah, jetzt! Ah, man muss lang genug... Hat vielleicht geklemmt, okay. Boah. Nice. Da möchte ich nicht im Weg sein. Okay. Fahre ich wahrscheinlich so wie alle anderen auch. Oh. Ich weiß nicht genau, aber der fährt sich gerade gar nicht.
Ups. Ja. So. Nö, der fährt sich nicht. Aber ich kann mir denken, warum. Er hat ja den hier mit dem Knopf verbunden, also sprich mit dem Rückwärtsfahren. Damit man rückwärts fahren kann, hier, also mit dem hier, dass der so. Da sieht man auch, dass die Räder hier sich drehen. Blöd. Wenn man so nicht fahren kann jetzt, ne? Aber da habe ich für dich einen super Tipp. Kann man schnell umsetzen. Machst hier ein Bearing. Auf der anderen Seite genauso. Ein Bearing. Und dann machst du hier ein Röhrchen hin. Machst noch ein Bearing drauf. Ein Röhrchen, Bearing drauf. Und da machst du jetzt wieder deine Räder hin. So. Jetzt müssen wir nur gucken, welchen Motor du da genommen hast. Schauen wir mal. Ist es der hier? Nimmst du jetzt hier den inneren. Machen wir hier nach außen, also rückwärts. So, schauen wir mal, ob es geht. Aus irgendeinem Grund geht es nicht. Ich weiß auch noch nicht, warum. Ach so, ja, ja. Den hier müssen wir noch verbinden. Dann haben wir den Vordermotor, also der nach vorne fährt. Schauen wir mal. Du hast einmal linke und rechte Achse. Sowas mag ich eigentlich auch nicht. Wo man dann die Kraft nicht so schön verteilen kann. So, und dann den vorderen. So, jetzt sind die auch fixiert. Du hast ja nur Elektromotoren. Das ist dafür prädestiniert. Nee, hast du nicht, oder? Was hast du? Jetzt bin ich verwirrt. Was hast du denn dafür vorne für einen Motor drin? Ah, Benzinmotor. Okay. Gut. Also für die Achse geht da natürlich nur ein Elektromotor. Ich klatsche den jetzt mal hier hin. Den äußeren. Weil die muss fixiert sein, also die darf sich nicht bewegen. So. Genau. Dann machst du den hier da. Und den an dem Fahrersitz. Oder wie viel auch immer. So, schauen wir mal. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Aus irgendeinem Grund nicht. Eigentlich müsste es gehen. Ich weiß jetzt auch nicht warum. Vielleicht sind die Knöpfe doch ein bisschen anders da verteilt, als ich dachte. Schauen wir mal, ob vorwärts fahren geht. Besser als vorher, aber irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich weiß es aber. Nein, hier ist noch die Richtung falsch. Genau. Also vorwärts fahren geht jetzt schon mal. Jetzt müssen wir nur noch deinen Knopf wieder hinkriegen. Hier dreht sich's rückwärts. Hier dreht sich's rückwärts. So. Schauen wir mal, vielleicht geht's ja jetzt. Nö. Was habe ich denn da jetzt angestellt? Heben wir mal kurz an. Ich drücke die ganze Zeit den falschen Knopf. Genau. Also, rückwärts fahren geht jetzt und vorwärts fahren geht jetzt. Kein Wunder. Genau. Also, es ist, du musst einfach zwei Bearings machen. Die müssen halt leider mit Elektromotoren sein, weil wenn du es mit einem Benzinmotor machst, der Benzinmotor geht in eine Art Leerlauf. Sprich, den kann man überdrehen. Und dann bringt das Ganze nichts, weil dann bleibt er einfach stehen. Und so kannst du halt dann beides realisieren. Sprich, ein vernünftiges Rückwärtsfahren und ein vernünftiges Vorwärtsfahren. So, vorwärts geht er auch. Wie bei den anderen auch. Was mir noch aufgefallen ist, ich kenne keinen Müllkipper, der auf Fernfahrerbasis umgebaut ist. Also sprich, mit Bett und Toilette. Also, ich kenne kein Müllauto, das so ist. Würde ich dir empfehlen, das wegzumachen, Fahrersitze hinzumachen. Meistens sitzen die zu 4, zu 5, manchmal sogar zu 6 da drin.
um sich abzuwechseln oder je nachdem, wenn natürlich viel Müll ist, zum Beispiel in der Großstadt oder sowas, dann geht das natürlich schneller, wenn da 3, 4 Leute hinten hantieren, als wie wenn nur einer hantiert. Weil jetzt aktuell können nur 2 Leute bei dir mitfahren. Der Fahrer hat ein schönes, angenehmes Leben, der muss nur ein bisschen rumfahren. Und der Müllmann, der dann immer aussteigt, der hat das Nachsehen. Mein Tipp. Würde ich nur umbauen. Weil alle anderen sind super, das passt, ist okay. Autotransport kann man schon so machen. Das hier als Ferntransport auch. Und die leere Fläche auch, aber nicht Müll-LKW. Also den würde ich auf jeden Fall umbauen, weil ich glaube, es gibt kein Fernfahr-Müll-Unternehmen. Ja! Also! Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, lasst einen kleinen Like da. Ich hoffe, ich konnte den MSMS vielleicht 1, 2 Tipps mitgeben, die er vielleicht noch umsetzen kann, um sein Fahrzeug zu perfektionieren. Und dann, ja, sage ich Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.